Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Diese Woche wird ziemlich spektakulär, denke ich mal. Denn am Wochenende haben wir einen Mädels-Trip, wo ich euch auch ein bisschen mitnehmen werde. Da muss ich aber mal gucken, was ich dann davon auch richtig filmen kann und werde. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser fantastische Montag ist damit gestartet, dass ich aufgewacht bin und mir gedacht habe, ja Mist, eigentlich wollte ich heute Vormittag mit Schatzis Auto einkaufen bzw. sein Geburtstagsgeschenk holen, denn der hat morgen Geburtstag und der hat sich was ganz super Praktisches gewünscht, nämlich ein Produkt, was einen Tag vor seinem Geburtstag rauskommt. Yay! Also quasi dann bei Aldi rauskommt, das ist so eine Sitzgarnitur für Kinder draußen, denn er ist dabei, ein Klettergerüst für Julius zu bauen. Mega krass, wirklich krass, das kann ich euch auch nachher mal zeigen so ein bisschen und weil in meinen kleinen Opel Adam passen Julius und ich so nicht rein, beziehungsweise sein Sitz, beziehungsweise Schatzi hat ja auch sein Auto mit dem Sitz mitgenommen. Yay. Und ich wollte nachher noch zu meiner Schwiegermutter in Spee, also wir sind nicht verlobt, aber trotzdem, ne? Und da ein bisschen Blumen gießen. Und das kann ich alles jetzt nicht. Das heißt, ich muss das ein bisschen jetzt umstrukturieren. Das heißt, ich werde dann jetzt heute Morgen einfach mit Julius ein bisschen wuseln, ein bisschen Spaß haben und dann heute Nachmittag wahrscheinlich losfahren. Wenn Schatzi Feierabend macht und dann nach Hause kommt, ne? Und den ein oder anderen Bürotag hat er natürlich auch noch mit dabei. Und das war dann natürlich praktischerweise heute. Yay. Nun, was ansonsten noch so abgeht, der übliche Alltagswahnsinn. Bei mir ist das alles jetzt gar nicht so richtig mega Influencer-like. Ich habe jetzt krasse Events und hast du nicht gesehen, sondern ich habe einfach ein ganz normales Leben als Content-Creator. Ich habe gestern ganz, ganz viele E-Mails an, am Sonntag halt, ne, ganz, ganz viele E-Mails an Kooperationspartner geschickt. Sowohl halt irgendwie so Content-Ideen und Zukunftspläne, sage ich jetzt einfach mal dazu, wo man dann so ein bisschen halt auch planen kann, ob man, wann man, wie man Codes und so weiter macht und welche Aktionen man machen könnte. Denn das mache ich gerne proaktiv, einfach um halt auch selber so eine gewisse Planungssicherheit zu haben. Aber auch leider die ein oder andere Mahnung, die dann rausgegangen ist. Sowas ist immer ein bisschen ärgerlich, aber muss ich halt auch machen, ne? Rechnung habe ich auch noch geschrieben, weil Monatsende war, beziehungsweise gestern war ja Monatsanfang, vorgestern. Ja, so war dann quasi auch ein total produktives Wochenende. Währenddessen hat Schatzi fleißig geschraubt und kam ganz kompakt auf einer Palette an. Und ja, Schatzi hat hier schon ordentlich was zusammengeschustert und hier in den Boden einbetoniert und hast du nicht gesehen. Also so sieht das jetzt aktuell hier aus. Da kommen auch noch Schaukeln dran und da kommt irgendwie so ein Kletterkram oder so dran. Ich habe keine Ahnung, ob das im Laufe der Woche oder so noch kommt. Ein Sandkasten, dann eine Rutsche. Da oben kommt das Haus hin, was Sammy sich eigentlich schon als Hundehütte geholt hat, wo er sich gedacht hat, ach Mensch, ich glaube, ich brauche auch noch einen Keller. Hat er ganz toll gedacht, ne? Naja, also genau, also das kommt dann irgendwann auch mal dann da oben drauf und es wird, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wo Mr. Wow sich hier so rumtreibt. Hallo? Wo sind Sie? Naja, er liegt in seinem Dreck. Er liebt Dreck. Aber das ist auch okay. Das ist so sein ganz persönliches Peeling, glaube ich. Während wir so an Wäschebergen vorbeigehen, kann ich euch mal mein Outfit of the Day zeigen. Das ist eine ganz chillige, aber irgendwie schicke Hose von Halara. Dann von Esprit ist das so ein Dreiviertelärmel-Oberteil. Wusstet ihr, dass Esprit die Schotten geschlossen hat? Finde ich total, also Schotten schließen wird, mega traurig. Dann habe ich hier noch so ein Hoodie. So, ich habe jetzt hier die letzten beiden Fressnapf Wow-Boxen. Eigentlich wollte ich dazu separate Videos machen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin, weil ich immer viel zu spät drehe und Sammy dann schläft. Sammy! Und da habe ich mir gedacht, mache ich das doch jetzt hier mal im Vlog. Ich weiß es gerade nicht, welche ist. Das werde ich dann entsprechend euch mal mit einblenden. Wir gucken mal in die erste. Du freust dich, ne? Da habe ich hier von Premiere diese Chew-Snacks drin. Ich habe die nämlich im Abo und wollte eigentlich das so machen, dass ich Sammy damit halt eine Freude bereite. Ne? Und da ist jetzt Ente mit drin. Und Sammy kann natürlich dann ein bisschen naschen hier. Der kleine Mann. Möchtest du ein Jam? Und ich liege jetzt ja auch quasi auf seinem Naschteppich. Also dementsprechend ist es ja für ihn perfekt. Dann haben wir hier drin Naturally Good Veggies. Womit ist das denn? Vegetarische Rezeptur. Ja gut, ne? Also Hunde sind jetzt keine Karnivore oder so. Aber Sammy ernährt sich jetzt nicht vegetarisch, um das mal so zu sagen.
Dann habe ich hier auch noch ein Daily Bites Entenfilet drin von Real Nature. Das ist cool. Das ist, könnte für ihn auch ganz gut sein, weil Sammy ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Und dann habe ich hier Dachshund Tiger, leckere Stückchen Hähnchen, Hühnchenbrustfilet. Das sind diese hier. Und ich finde, eigentlich lohnt sich auch diese Box immer wohl ganz gut. Kann man sich eigentlich soweit nicht beschweren. Und die kommt, glaube ich, alle 2 Monate. Guck mal, das sieht auch sehr, sehr schmackhaft aus. Meinst du? Ich glaube, das kannst du jetzt auch ein bisschen schneller wegschnabulieren, wa? Ja, Fun Snacks. Ach, guck mal, Sandwich. Du kannst halt auch bei dieser Box immer auswählen, welche Hundegröße und so weiter, ne? Sammy. Ja, mein Freund ist draußen und läuft da rum. Deswegen ist Sammy da ganz interessiert und guckt da hinterher. So schmeckt man wohl, ne? Dann haben wir hier Gassi aber ganz sicher Super Protect. Das sind quasi Nahrungsergänzungsmittel. Guckt euch den mal an, wie süß ist der bitte. Der ist voll flauschig. Premiere Veggies Fruity Butterflies. Ich glaube, das hier ist jetzt wirklich auch die Mayuni-Box. Und dann hat man auch noch so fancy Sachen manchmal mit am Start. Ach, guck mal, das hätten wir jetzt auch gut verwenden können. So, was ist das? Also so ein Futtersuchspiel. Hochklappen Leckerli drin, runternehmen. Dann kannst du entweder hier Leckerli reinmachen oder halt da rein, da drunter irgendwie. Ist süß. Doch, auf jeden Fall eine schöne Box, ne? Also, das ist tatsächlich mein Highlight. Wir gucken jetzt in die andere Box rein. Da habe ich hier von Multifit Just For You Nachos für Hunde mit Huhngeschmack. Ja, komm, Sammy, ne? Oh, die sind wirklich ein bisschen härter. Die crunchen jetzt, Sammy. Erstmal anlecken. Was ich anlecke, gehört mir. Dann haben wir hier von Premiere Cubes mit Lachs und Kabeljau. Also Fisch ist auch mal was Schönes, muss ich sagen. Finde ich gut. Lucky's Eiszeit Cool Berry. Auch das Nahrungsergänzungsmittel irgendwie für Hunde. Haben wir öfters mal so mit dabei, ne? Dann haben wir hier so ein Spieli. Das hier sieht so ein bisschen aus wie ein Kugelfisch. Das finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich witzig. Dann haben wir hier von Real Nature Wilderness Meat Snack Pure Beef Rind. Das finde ich auch ganz nice. Dann habe ich hier was drin von Mimos Caballos. Und die sind ein bisschen härter. Finde ich ehrlich gesagt aber auch ganz gut ab und an mal, ne? Wenn man diesen Crunch halt hat. Oh, das ist ja ein Seepferdchen. Also da sind schon süße Sachen bei, ne? Naturally Good Veggies, also das mit dem Vegetarischen, brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt für Sammy. 100 Gramm haben wir hier drin, das ist mit Banane. Ja, ne? Von Drinky haben wir einen Drinky-Trinksnack mit Ente. Die findet Sammy auch immer ganz lecker. Also das kann man auch super machen, wenn man so ein Eis machen möchte. Kann ich euch auch voll empfehlen, das einfach so einzufrieren. Vielleicht auch mit Nassfutter, ja, mit Nassfutter oder mit Trockenfutter zusammen, ne? Das ist, wenn es dann irgendwann mal wärmer wird, eine ganz gute Geschichte. Und dann haben wir hier was Großes noch mit drin. Und zwar so eine Futterprobe, was ich auch ab und an mal ganz gut finde. Das mische ich ihm dann unter sein normales Trockenfutter mit drunter. Und hier haben wir so ein Meat and Treat Fleischeslust Gedönsen drin, eine Rindsleberwurst. Ja, die willst du direkt essen, ne? Die kennt er nämlich noch aus Adventskalendern. Ja, genau. Und jetzt genießt du. Ja. Ja. Weiche Liebe. Good morning in the morning. Heute hat mein Freund Geburtstag und das ist das Outfit, was ich zu seinem Geburtstag trage. Ja, es ist doch relativ frisch heute, aber das ist typisch. Das ist irgendwie jedes Mal. Naja, ansonsten diese schicke Bonbonhose mit diesen schicken Schuhen. Und es ist was Spektakuläres passiert. Und zwar ja, ist nach ungefähr einem Monat Lieferzeit endlich meine neue Vlogging-Kamera eingetroffen. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt auf die Qualität. Denn Nicole von Chiquitas Place hat die empfohlen. Die hatte die nämlich auch auf Kreta mit. Und ja, hat mich sehr angesprochen, weil die sehr klein und ja, sehr, sehr handlich ist, ne? Weil ich brauche eigentlich ja nicht, dass das so groß ist, aber die war auch gar nicht mal so günstig. Aber ich habe mir gedacht, gute Qualität hat halt nun mal seinen Preis und deswegen habe ich mir die dann auch mal bestellt. Und ja, wie gesagt, Foto Erhard ist gar nicht so weit von uns eigentlich entfernt, aber die haben halt auch einen Online-Shop, da hatte ich dann auch bestellt und sie ist endlich da.
Und hier liegt sie dann auch in ihren Einzelteilen. Da muss ich noch ein bisschen das mal aufräumen. Und das ist die DG Osmo Pocket 3. So schaut die aus. Und ich habe mir das halt irgendwie so im Bundle bestellt, dass ich hier quasi einen Ersatzakku mit dabei habe. Das ist irgendwie ein Mikro, Ansteckmikro. Aber Nicole hat es auch nicht verwendet. Also ich glaube, man braucht es nicht unbedingt. Sie hat es jetzt letztens mal verwendet, als sie ihre Schmucksammlung, glaube ich, abgefilmt hatte. Dann ist hier noch was, wenn man draußen halt quasi das Mikro nutzt. Das ist dann ganz gut gegen Wind und sowas. Also das ist wirklich klasse. Das ist noch irgendwie eine Zusatzlinse. Da muss ich nochmal schauen. Noch ein Zusatzakku und ein Ständer. Kann man den auch da drunter noch machen? Jo, krass. Und hier ist die kleine, aber feine Geschichte. Mega abgefahren. Also irgendwie, wenn man das so macht, geht die an. Zack. Dann dreht die sich auch schon um und dann fängt die auch schon an zu filmen und dann kann man die Sprache irgendwie nochmal auswählen. Aber ich hätte jetzt gedacht, der speichert das. Und wir gucken gleich mal, wie da so die Qualität ist. Aber das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Ne? Die hält nämlich so diesen Mut. Das ist Gimbal. Ne? Das ist ein Gimbal und egal wie ich den so drehe, die hält ihren Fokus. Das finde ich so geil. Ich meine, das ist jetzt so, wenn ich einfach nur so durch die Gegend laufe, ne? Das ist so abgefahren. Hier ist Mr. Wow. Hi. Und hier haben wir ja schon gesehen. Und das sieht so viel besser aus. Ich bin auch mal auf den Ton gleich gespannt. Hier schon in der Mittagspause was aufgebaut worden. Und die geht so smooth. Das macht die total sanft. Und dann kann ich den Gimbal auch drehen. Dann fokussiert die mich. Und die kommt auch immer mit. Guck, das ist so abgefahren. So, wir gehen jetzt nochmal zusammen zu den Sträuchern. Hier ist noch ein kleiner Erdhaufen. Und da habe ich nämlich gerade gesehen, dass wir hier tatsächlich schon die ersten Beeren dran haben. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt hier schon zum Beispiel essbar ist. Nee, die ist noch relativ hart. Die geht noch nicht. Also da muss ich noch ein bisschen warten. Sam hat sich auch gefragt, was läuft Frauchen denn jetzt so nach hinten? Gar keine Ahnung, was hier los ist. aber ich habe gesehen, dass wir hier bei den Brombeeren auf jeden Fall fündig werden könnten. Denn da geht schon einiges ab. Also das ist richtig cool. Und wenn die sich halt so ja relativ easy lösen lassen, dann kann man die tatsächlich schon probieren. Und ich würde sagen, dass wir das jetzt auch mal kurz als First Impression des Jahres 2024 als erste Brombeere zusammen probieren. Ist nur sehr sauer. Hat noch nicht so viel Sonne gesehen. Braucht noch ein bisschen. Ne, guck mal, vielleicht ist die andere besser. Denn eine ist noch dran. Die anderen, die brauchen definitiv noch, die sind noch viel zu hell. Ja, die sieht auch noch nicht ganz so dunkel aus, aber wir probieren mal. Also mehr Bio als aus dem eigenen Garten kannst du es ja kaum haben, ne? Ist lecker. Die ist jetzt besser. Die andere, die war schon sehr sauer. Oh, da ist noch eine. Ja, die sitzt noch ein bisschen fester. Die könnte theoretisch noch ein, zwei Tage brauchen. Ich glaube, die wird jetzt auch noch mal sauer werden. Nee, die geht. Also die erste, die war richtig sauer. Die zweite war schon richtig perfekt. Die war schon fast überreif. Und die dritte, so ein Zwischending. Aber ich glaube, das gibt dies Jahr eine gute Ernte. Also da bin ich auch ganz happy drüber. Und kann ich mich definitiv nicht beschweren. Die Sträucher sehen sehr, sehr gut aus. Ich müsste vielleicht mal ein bisschen Unkraut zupfen. Aber das ist halt das, ne? Wenn du da halt auch ordentlich quasi die Pflanzen ernährst, dass da natürlich auch Unkraut wächst. Und den Schlauch, den ihr da hinten seht, das ist ganz interessant, den hat mein Freund vom Filter ausgelegt. Und immer wenn er den Filter quasi reinigt, ne, das quasi das einmal irgendwie durchspült, dann kommt dieses ganze Brackwasser an die Sträucher dran. Und das ist aber super nährstoffreich und halt perfekt für die ganzen hier Sträucher. Und das ist eine Kiwi. Aber sowas muss man sich eigentlich nicht pflanzen, weil man braucht eigentlich eine männliche und eine weibliche Kiwi und man kann nicht erkennen, wer männlich und wer weiblich ist. Oh, Sammy, das gibt die ganz besondere Würze für den Rosmarin. Oh, den muss ich euch auch nochmal zeigen, ne? Den habe ich schon wieder so stark zurückgeschnitten. Auch da kommt irgendein Unkraut zwischendrin, wo ich nicht weiß, was es ist. Das hier war ein Rosmarin, den ich in so einem kleinen Pöttchen im Aldi mal gekauft habe, der schon seit Jahren bei uns hier im Beet
Und der hat schon richtig, richtig dicken Stamm und so, ne? Aber ich muss da immer wieder derbe was von wegschneiden. Und der ist einfach fantastisch. Und wenn der blüht, Leute, das riecht hier so gut. Also, ja, unser kleines, feines Gärtchen hier. Sammy sucht irgendwelche anderen Tiere. Man weiß nicht, was er da so treibt. Und hier ist Schnittlauch, der jetzt auch gerade blüht. Genau, also das ist so unser Garten, wo man halt immer wieder zwischendurch natürlich auch einiges an Unkraut hat, weil, ne? Es ist alles sehr biologisch. Und wenn man hier ganz genau hinguckt, sieht man auch das Stadium der Kaulquappen. Wobei das gerade sehr gut krass spiegelt, ne? Aber ein paar Kaulquappen sind natürlich noch drin. Ein paar Schnecken sind auch im Teich. Sammy sagt auch guten Tag. Und apropos, wir haben das alles hier sehr natürlich. Schief ist modern, hat sich dieser Rosenstrauch gedacht und ist hier irgendwie mal voll zur Seite abgegangen. Ne? Den muss ich nochmal irgendwie stabilisieren. Diese Rose möchte auch irgendwie funktionieren. Das Ding hat es hinter sich, da war was drin, was jetzt nicht mehr drin ist. Die Rose ist schön, aber ich kümmere mich halt zu wenig um meine Rosen, bin ich ehrlich. Ne? So dass ich da halt natürlich jetzt nicht so die exorbitant krasse Blüte habe. Und mir wurde gesagt, dass ich die jetzt gar nicht mehr in den Pötten aufbewahren sollte, sondern dass ich die mal einpflanzen sollte, dass es dann viel mehr abgehen würde. Hier muss ich definitiv mal alte Blüten entfernen, dass dann auch mehr kommt. Und du hast halt immer diese Ameisen da dran, ne? Ameisen und weiß ich nicht, was ist denn noch alle mit bei? Läuse? Keine Ahnung, Sammy. Ja, aber ich glaube, dafür kümmere ich mich zu wenig um die Viecher, dass das irgendwie funktionieren könnte. Den Bambus hatte ich mal zu sehr zurückgeschnitten. Der kommt langsam mal so wieder. Hier dachte ich, dass meine, was auch immer das ist, irgendwie eingegangen wäre, weil da Ewigkeiten nichts dran kam und diese Stiele halt auch so übel aussahen und auf einmal hat es Puff gemacht und es ist grün geworden und sieht voll schön aus. Auch das müsste ich eigentlich mal irgendwo einpflanzen, genauso wie den Flieder, ne? Der ist jetzt auch schon verblüht, aber der möchte natürlich noch ein bisschen krasser werden. Und das hier, da keine Ahnung, was es ist, es versucht zu leben. Das ist der Rest vom Schützenfest von meinen Blumen, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Ja, die müssen jetzt leider mal langsam entsorgt werden. Hehe, sagt Julius. Ja, oh Gott. Der kommt nämlich jetzt echt überall dran. Hier sehen wir dann ich habe richtig dolle Bauchschmerzen. Outfit of the day. Ich habe jetzt ein paar Versandlabel vorbereitet, weil ich werde gleich noch ein paar Pakete zum Versand vorbereiten, dass sie dann quasi morgen abgeholt werden können. Und ansonsten, ja, ist heute erstmal so ein locker Wegtag. Vielleicht schaffe ich es auch noch ein bisschen mit dem Kofferpacken anzufangen oder hier mal die 1, 2, 3, 4 plus 2 bei Julius im Zimmer 6 Wäschekörbe mal anfangen zu falten. Also den Inhalt davon, yay. Oh, das ist halt echt immer so eine Sache, ne? Ansonsten kommt heute Abend mein Papa vorbei. Das finde ich ziemlich cool, also so quasi nachträglich zum Geburtstag von meinem Freund. Und ja, dann werden wir mal ein bisschen zusammensitzen und quatschen, ne? Das Wetter ist relativ... Es macht mir Hoffnung, dass es am Wochenende wärmer werden könnte, aber ich glaube, kurzarm wird da nichts mit mir. So, ich bin jetzt hier oben mal wieder in den heiligen Hallen. Da ist auch einiges angekommen, und zwar die Blessing-Box. Einmal zum Vorstellen, einmal zum Verlosen und die Goodies, die es halt aktuell so gibt. Das ist noch so eine kleine To-Do-Liste, die ich hier liegen habe. Dann habe ich eine super süße Kooperationsanfrage bekommen. Also das ist mal richtig niedlich, ne? Also das wurde mir schon so geschickt und mit der Frage, also mit so einem ganzen Pamphlet quasi auch mit dabei, was die können, was die wollen und so. Also viel, viel persönlicher, als wenn man einfach so eine random E-Mail bekommt. Fand ich echt süß. Und ja, dann habe ich noch die Look Fantastic Box. Da hinten ist noch ein Halara Haul. Dann habe ich nochmal zweimal die My Little Box. Einmal für mich, einmal zum Verlosen. Und meine Lookiero-Bestellung ist gekommen. Also quasi meine Abo-Box, wo ich dann auch 5 Teile ausgewählt habe. Ich habe jetzt ein Filmi gemacht, ja. Auch wenn es jetzt 21.57 Uhr ist, ist jetzt quasi für mich Arbeitszeit. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein Schminki gedreht, denn da ist gerade ein Sale bei Purish und da habe ich einfach ein paar Produkte mal in meinem Gesicht reingepackt.
genau drauf gemacht und euch das Fullface gedreht. Ich hoffe, dass das Video schon online ist, weiß ich gar nicht. Dann ist es im i verlinkt und ja, mir gefällt es richtig gut, weil damit kann ich jetzt sehr schön auch ein paar Videos drehen. Da habe ich jetzt noch die Blissim Box, die My Little Box, die Look Fantastic Box und ich glaube, dann soll es auch für heute gut gewesen sein, ne? Und ja, so ist das mit alle. Mir gefällt dieser Look so gut, aber ich hatte den schon so ähnlich drauf, ne? Das ist einfach irgendwie ein Grün gepaart mit Duochromes. Ich mag einfach dieses, ach, das ist voll meins, dieses Grün-Gedönsen, ne? Ich fühle mich da auch gar nicht mehr so mit verkleidet. Damals war das wirklich so, als ich das erste Mal oder die ersten Male generell so buntere Farben verwendet habe oder auch mal ein bisschen mehr eskaliert bin, ne? Dass ich mich manchmal einfach unwohl gefühlt habe, wenn ich dann auch das Haus verlassen habe oder so. Aber mittlerweile ist es für mich einfach ganz normal, ne? Das ist auch eine Gewöhnungssache und ich fühle mich da halt auch einfach sehr, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich finde es einfach schön, wenn ich so ein bisschen Farbtupfer mit in den Alltag, in den grauen Alltag, den es normalerweise so gibt, mit reinbringe. Und ja, dann habe ich eben, als ich das Video gedreht habe, bei Sammy gesehen, dass er an seiner Hinterpfote da so eine kleine Stelle hat, wahrscheinlich auch wieder so eine Art Hotspot oder so. Das heißt, da werde ich dann nachher, wenn wir heute Abend irgendwie um 11 unten sind oder so, das Ganze behandeln. Und ja, aber das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, dann ist es alles relativ easy. Das muss man sich mal vom Tierarzt erzählen lassen. Und der hatte auch letztens wieder so eine Stelle hier auf der Nase. Die habe ich auch recht gut behandeln können. Also die ist jetzt auch schon wieder weg. Und ja, genau, das Schlimmste war jetzt sowieso, als er das hier so richtig im Gesicht und auch am Hals hatte, ne? Ich musste gerade jetzt nochmal zum Rossmann. Und die haben so viele neue LEs. Das habe ich euch aber alles auch schon in einem Reel und so vorgestellt. Also der Trendturm explodiert. Ich muss mal gucken, was ich davon auch mitnehme. Aber da ist allerhand neues Kram drin, was ich ja großartig finde. Hier ist noch mehr. Also da ist der Trendturm nochmal irgendwie erweitert worden. Das ist echt abgefahren. Und ja, meine Güte. Haarfrei durch den Sommer, würde ich mal so sagen, wa? Da ist für alles gesorgt. Ja, das war wirklich ein sehr, sehr heftiger Termin, wenn ich das mal so sagen darf. Naja, auf jeden Fall geht es bei mir ja um das Thema Mobbing, um das Thema Missbrauch halt auch. Und da sagte meine Psychologin mir auch etwas, was ich ganz, ganz erschreckend fand, nämlich dass 20% der Menschen eben auch solche Vorfälle erlebt haben. Und oder so ähnlich, ne? In verschiedenen Abstufungen, sage ich jetzt einfach mal. Das lässt mich immer wieder an der Menschheit so ein bisschen zweifeln. Und das Einzige, was ich halt machen kann, ist, mein Umfeld zu sensibilisieren, aufzuklären. Das mache ich jetzt nicht in dem Umfang hier auf Social Media. Ich wollte das einfach nur auf diese Art und Weise euch mal gesagt haben, dass ihr vielleicht, wenn ihr betroffen seid, einfach wisst, dass ihr nicht alleine seid und dass ihr, es ist jeder fünfte Leute, ne? Und dass ihr euch nicht klein machen müsst. Das müsst ihr nicht, denn ihr seid nicht allein. Und vielleicht auch einfach sensibel durch das Leben gehen, euer Umfeld sensibel wahrnehmen. Es ist einigermaßen vollbracht. Ich habe jetzt hier meinen Kofferinhalt mal aufs Bett geschmissen. Ich fahre auch wieder die 1BH-Taktik und habe dann hier auch mein Outfit für Samstag. Ich versorge natürlich die Mädels auch mit Schminke, da bin ich für zuständig. Ja, Schlafklamotten, ein bisschen Pflegesachen und da sind auch ganz viele Pinsel drin. Ja, wahrscheinlich nehme ich die Tasche als Handtasche auch mit, aber beim Event selber habe ich, oder Event, bei dem Festival habe ich diese kleine, niedliche Tasche und da habe ich eben gemerkt, dass ich dann nicht allzu viel reinkriege. Das heißt, ich muss tricksen. Nicht nur mit meinem Outfit, da kriege ich ja hier quasi in die Hosentaschen noch ein bisschen was rein, ne? Jetzt hier in die Brusttasche finde ich jetzt nicht so sexy, um ehrlich zu sein. Aber ich habe mir halt gedacht, vor allem wenn man dann mit vielen Leuten unterwegs ist, macht es doch Sinn, wenn ich halt so eine Halara Unterziehradler mitnehme. Hallo Sammy, der ist auch mit dabei. Und da habe ich nämlich an den Seiten ja nochmal zwei Taschen. Das heißt, da kann ich auf der einen Seite mein Party-Portemonnaie reinpacken, auf die andere Seite zum Beispiel mein Handy und dann kann ich hier in die Tasche zum Beispiel diese Kamera reinpacken und in diese Tasche vielleicht irgendwie, ne, ja, Feuerzeug, Kippen, so ein Kram, man weiß es ja nicht. Und das ist auf jeden Fall mal ein Plan. Also da bin ich dann natürlich vollgepackt wie ein Packesel am Körper selber, aber das ist ja nicht schlimm. Genau, Sammy ist einfach ein kleiner niedlicher Niedel. Aber ich bin eigentlich ganz stolz auf mich, ne? Hat alles soweit in den Koffer gepasst? Ja, Handtasche dabei, läuft.
Ich habe übrigens meine nächste Lokiero-Bestellung bekommen und die probieren wir jetzt mal zusammen an. Ja, 3 Oberteile, 2 Unterteile. Man kann sich nämlich immer so 5 dann aussuchen und das habe ich gemacht. Und ja, mal gucken, wie das so aussieht an mir, ne? Ach so, und wenn ihr möchtet, setze ich euch natürlich auch so ein Freunde, wir haben Freunde gedürzen in die Infobox. Das ist alles selber bezahlt, das ist keine Kooperation oder so. Ich habe das halt einfach bei Nicole Chiquitas Place gesehen und bei Nina von Ninas Beautywelt. Ich habe mich bewusst für sehr viele, sehr bunte Sachen entschieden, weil ich habe genug Einheitsbrei. Ich möchte halt durch Lokiero so ein bisschen was Spezielleres haben. Ne? Das heißt, man macht ja auch immer dieses Klamotten-Tinder, dass man dann immer hin und her swipen kann und sagen kann, das möchte ich nicht. Ne? Und am Ende wird einem dann halt vorgeschlagen, was man so auswählen könnte. Und daraus habe ich mir diese 5 Teile ausgewählt. Einmal dieses wirklich sehr angenehm lange T-Shirt. Das finde ich sehr cool. Muss ich mir gleich im Spiegel nochmal angucken. Und diesen Rock. Huch, ich kann meine Beine nicht heben, weil der ist sehr eng unten. Und man kann das natürlich auch hier einfach so reinstecken und hat damit so ein schönes Frühlings-Sommer-Outfit. Ne, das ist schon cool. Ich persönlich würde es noch cooler finden, wenn ich hier am Rock Taschen dran hätte. Aber so gefällt mir das. Ja. Schön frisch. Ich mag halt auch gerne hier diese Ärmelchen-Geschichten. Ne? Dieses Grün mag ich auch sehr gerne. Das ist so ein richtiges Apfelgrün. Da stecke ich jetzt bewusst mal nicht rein, dass wir uns auch mal die Länge komplett angucken können. Hier mag ich, dass der Ausschnitt von diesem Rüschending nicht so tief ist, dass man theoretisch den BH durchsehen könnte. Wenn der aber zu tief wäre, hat das Ding auch noch hinten längenverstellbare Träger. Das finde ich voll gut. Sitzt auch sehr angenehm, sehr locker. Dürfte meiner Meinung nach auch nicht unbedingt jetzt irgendwie enger sitzen. Ne? Ich glaube, das wäre dann halt auch nicht so schön. Und ja, auch mit dem Rock in Kombi kann man das definitiv gut tragen. Ich habe hier aber auch noch so eine Hose, die fand ich auch ganz fancy, weil die hier so Knöpfe hat. Super weicher, angenehmer Hosenstoff. Ne? Da muss ich jetzt mal kurz, ist Größe L. Ne? Mhm. Ich habe jetzt ja gerade so den Bauchumfang, wie ich ihn habe. Ich habe meine Tage. Ne? Dementsprechend ist es ja alles ein bisschen geschwollener. Das ist die Hose. Das finde ich richtig cool. Wenn ich mag, dass man halt wie bei Chino-Hosen so abstehende Taschen hat, der wird die nicht so gerne mögen. Aber ich finde es halt super bequem, dass man so von den Seiten aus reingehen kann. Die Länge ist so 7/8, würde ich sagen. Also so hochwassertechnisch mäßig unterwegs. Aber mit Sneakern wird das richtig cool aussehen. Und das ist halt auch mal ein sehr, sehr frisches Grün, was ich gerne mag. Ja, ich habe da schon so ein Popöchen drin. Finde ich schon cool, ne? Nein, das ist sehr, sehr angenehm. Also das wäre tatsächlich auch so ein Outfit, was ich theoretisch mit zum Mädelswochenende nehmen würde. Aber bis dahin kriege ich es, glaube ich, echt nicht mehr getrocknet. Also gewaschen und getrocknet, ne? Schön. Ach, guck mal. Hier hätte man bei den Armen auch die Möglichkeit, das noch irgendwie zusammenzuknoten. Ich glaube, das wäre mir dann aber vielleicht ein bisschen zu eng. Weiß ich gar nicht. Also bei diesem, ne, grün. Hier musste ich mir gerade noch mal kurz das Bild angucken, wie das jetzt hier vorne muss. Ob das überhaupt noch vorne muss? Ja, das ist so ein, kannst du dir ein Schleifchen machen. Das ist mal ein bisschen süßer. Auch das hier würde ich, glaube ich, wirklich eher so ein bisschen reinstecken. Dann sieht das halt nicht so kastig aus, ne? Ich finde es hübsch, doch. Also hier vorne ist es auch noch so mit einem zweiten Stoff drin verstärkt, dass es nicht durchsichtig ist. Das heißt, man kann da halt auch einen dunkleren BH drunter tragen. Das ist natürlich süß. Ich habe so ein blaues Shirt und das ist schon so Ewigkeiten alt. Das fällt fast auseinander. Ne? Habt ihr vielleicht bei meinem Kleiderschrank oder Ausmisten auch schon gesehen. Und das hat halt auch solche Ärmchen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist jetzt sogar doppelt. Das sieht sogar doppelt süß aus. Ne? Hat was. Ne? Da fliege ich so ein bisschen durch die Gegend. Und an normalen Tagen lässt man diese Schleifchen dann geschlossen und an wilden Tagen macht man es einfach auf. Mein Reiseoutfit of the day. Ja gut, gleich muss ich noch andere Schuhe anziehen. Und ja, Julius hat heute so einen kleinen Knüttertag. Das ist etwas schwierig jetzt, weil er super gerne meinen Koffer durch die Gegend schieben möchte und auch meine Tasche plündern will. Und jetzt versucht er, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das Übliche. Und ja, genau. Ansonsten locker weg. Ich denke, ich werde mich jetzt auch nicht für die Zugreise schminken, um das mal so zu sagen. Und ja, hier hat sich noch ein kleiner Besucher eingenistet. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe ja auch gute Foundations mit, ne? Ja, ich freue mich. Ich bin super aufgeregt. Und wir schreiben auch die ganze Zeit mit den Mädels jetzt in der Gruppe. Weil irgendwie gefühlt jeder irgendwie noch was vergessen hat. So,
Wir gehen auf Reisen, bester Sonnenschein. Es ist einfach großartig. Und ja, wir sind jetzt am Bahnhof. Das sind meine Gang und ich. Und die werdet ihr jetzt wahrscheinlich ein paar Mal öfter sehen. Madi kennt die ja schon. Und ja, jetzt warten wir auf den Zug. Wir sind natürlich irgendwie eine halbe Stunde zu früh, aber das ist kein Problem. Denn ich habe ja ordentlich auch mit und alle haben mit. Also wenn man sich die Koffer anguckt. Ich glaube, wir haben genug Potenzial mit dabei, um uns jetzt auch zu versorgen. Denn ich glaube, die Hälfte von diesen Kartoffeln, genau, von den Kofferinhaltsgeschichten, sind Süßigkeiten und Stoff. Kann also losgehen, ne? So, wir sind jetzt hier im Hotel angekommen und haben eine Suite. Das ist total abgefahren. Alle sagen erstmal Hallo zu den Familien. Ich sag Hallo zu euch. Läuft bei mir. Und ja, es sind tatsächlich... Moinsen! Es sind hier 6 Betten. Also wir sind mit 5 Mädels ja hier. Und wir haben eine Dusche, ein Badezimmer. Das ist abgefahren. Aber wir werden das hinkriegen. Wir werden uns entsprechend takten. Und jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen ankommen. Und ich finde es hier wirklich sehr, sehr gemütlich in unserer kleinen Dachgeschoss-Wohnung. Wohnung. Die Ines ist da und ich bin mit Ines und Barb in einem Zimmer. Und dann gibt es noch die Love Lounge mit Muddy und Jules. Das stören wir jetzt mal nicht. Nein, das lassen wir jetzt erstmal so vor sich hinlaufen. Ne? Und dann werden wir jetzt mal so ein bisschen ankommen, auspacken, umziehen. Und dann gucken wir mal, was heute noch so geht. Wir sind hier im Zimmer Nummer A304 von dem Kiespad Hotel. Man kommt hier rein und das Erste, was man sieht, ist halt wirklich so ein Gemeinschaftsraum, so eine Küche. Ich habe hier schon mal meine Jacke hingehangen, ein paar Blumis, bisschen Licht. Tür mache ich mal besser zu. Und Madi hier auch gefunden. Da ist ein Eis drin und kein Mensch weiß, von wann dieses Eis ist. Dann haben wir hier so einen kleinen Flur. Tüdelüdelü, ist echt hübsch, muss man wirklich sagen. Dann halt diese eine Dusche für 5 Personen. Eigentlich wären wir ja 6, aber eine Freundin konnte leider nicht mit. Und ja, hier haben wir ein niedliches kleines Klo. Dann kommen wir hier in den ersten Schlafraum. Hier haben wir dann 3 Einzelbetten drin, wo wir uns auch schon ein bisschen niedergelassen haben. Aber es ist wirklich sehr ruhig, finde ich. Also man hat halt nicht so komische Nebengeräusche und so, ne? Also das ist mein Bett. Und dann kommen wir jetzt mal in den Hühnerstall, ihr hört schon. So nämlich. Jetzt werden hier alle ganz freundlich. Genau. Hier haben wir einmal die Juliane, die Jules. Moin. Die liebe Madi. Dann ist hier auch noch die Babs. Barbara, Hallöchen. Mit diesem Kronleuchter, ne? Und das ist Ines. Ja. Wir laufen hier gerade die Promenade entlang und ja, ich habe mir tatsächlich die blauen Lippen gegönnt und ich bin begeistert davon, wie schön es hier in Oberhausen ist. Es ist echt abgefahren und vor mir laufen die Ladies. Wir haben uns eben schon ein bisschen schick gemacht und jetzt sind hier die ganzen Bars und Restaurants und wir haben auch schon einen Tisch reserviert. Mein Outfit of the Day ist übrigens, oder of the Evening, dieser scharfe Jumpsuit, sehr, sehr bequem. Und solche Einteiler gehen doch eigentlich immer. Und dazu ein lässiger Rucksack, da passt einfach alles rein. Wir haben die Küche hier schon so ein bisschen eingenommen. Unser Futterkram. Und ja, jetzt sind wir aufgestanden. Ich habe mich schon ein bisschen hübschi gemacht. Aber da fehlt jetzt natürlich noch ein bisschen Farbe, ne, passend zu diesem wundervollen Outfit und auch ein bisschen Haargedönsen und ja, wir sind so früh wach geworden, das ist für mich ganz abgefahren gewesen, aber na, jetzt geht's gleich erstmal frühstücken und dann werden wir uns dem Gedönsen, was da auf dem Tisch liegt, widmen und ich hoffe, dass das Ganze hier jetzt auch ein bisschen mehr Farbe bekommt, also im wahrsten Sinne des Wortes. How it's supposed to feel.
quit, do it right, play the game, win at life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, each hand you look back, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Ja, gestern waren wir dann doch relativ gar, haben dann einfach nur noch ein bisschen Pyjama-Party gemacht und sind dann irgendwann eingeschlummert. Ja, jetzt checken wir noch ein bisschen aus und dann geht's jetzt so langsam auf die Heimreise. Ist noch sehr, sehr warm und das ist mein Abreise-Outfit. Chili Milli Kipilli, also nichts Wildes. Und ja, jetzt werden wir mal gucken, dass wir dann unsere ganzen Busgeschichten, Zuggeschichten und so kriegen. Aber Barb ist da unsere Entenmami, die uns da leitet, und jetzt muss ich mal hinter den Mädels, glaube ich, hinterher, denn so langsam kommen alle hier so aus dem Haus gehuscht. Wow, Leute, Schatzi ist einfach überkrass. Der hat das Ding zu Ende gebaut und es sieht einfach so genial aus. Also gut, hier kommt noch ein Schwebebalken oder sowas hin, aber ansonsten haben wir hier echt ein Spieleparadies. Das, was ich mir immer gewünscht habe als Kind, haben wir einfach Julius ermöglicht. Und dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar, dass es möglich ist. Genau, zum kleinen Häuschen. Und hier ist auch noch ein Rad. Die Rutsche. Ich glaube, das wird ganz gut, ne? Ich habe mir jetzt einfach schon mal einen Bademantel nur angezogen. Denn ich habe tatsächlich sowohl auf meinem Kopf als auch in meinem Nacken einen richtig, richtig üblen Sonnenbrand. Yay, aber so ist das manchmal, ne? Also ich habe halt vergessen, mir im Nacken nachzucremen und die Sonne kam die ganze Zeit von hinten. Das rächt sich jetzt natürlich. Naja, es sind auf jeden Fall alle wieder sehr happy, dass ich zu Hause bin, was ich einfach auch sehr schön finde. Und ja, deswegen genieße ich jetzt noch so ein bisschen den restlichen Sonntag. Wir waren eben tatsächlich auch noch wählen natürlich. Und genau, jetzt haben wir aber einfach so ein bisschen Family Time und Sammy fordert auch gerade schon ein bisschen Schmusi ein. Und ja, dann würde ich mich jetzt einfach auch mal aus diesem Vlog verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, meine Freundin und mich zu begleiten und ja, generell mich diese Woche zu begleiten, dass ich euch hier in diesem Video auch eine schöne Zeit geben konnte. Und ja, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!